Hier rüber bitte und dann einmal ein. Dieser Sitz ist sehr schön. Der hat viel Platz. Das ist schon das Baby, ja? Ja, muss ich sagen. Ich werde es gerne auch mit dir. Das hier ist Business oder wo sind wir hier? Das ist Business, ja. Genau. Von seinem. Ja, ne? Ja, Boris Backeler, Projektpilot A350. Zwei Jahre beschäftigt, das Flugzeug in den Flugbetrieb zu integrieren. Ich bin einer der ersten Piloten, die es geflogen hat. Und jetzt ist sehr viel Training schon gegeben auf dem Muster. Training haben wir in Toulouse gemacht. Unterscheidet sich das groß von den vorherigen Modellen? Nein. Er ist natürlich von der Technologie her neuer. Die Bildschirme sind natürlich viel größer jetzt. Wir haben ganz neue Funktionen jetzt, wie hier Airport Navigation Facility Charts. Wir haben unsere Lufthansa-Karten direkt hier auf den Displays. Und ist auf den ersten Eindruck vom Interface her ein bisschen unterschiedlich zum 330 und zum 340, aber fliegerisch und von der Systemhandhabung her total intuitiv. Aber es kriegt jeder noch eine Einweisung auf den Flieger? Ja, jeder Pilot kriegt nur 4 Simulatoren und noch Line-Training, bevor es dann losgehen kann. Der erste Flieger geht nach Delhi nächste Woche. Der erste Flieger geht nach Delhi. Genau. Und die zweite Destination für die X-Ray Bravo wird in Boston sein. Also es wird regelmäßig München-Delhi dann zu messen. Täglich, genau. Wir haben eine relativ kurze Langstreckendestination gewählt, um eine tägliche Rotation darstellen zu können. Haben Sie mehr Platz? Das Cockpit ist größer. Ja. Deutlich größer. Weil der Rumpf breiter ist, XWB. Insofern sehen Sie auch nicht. Wen haben Sie hier zu Gast? Ich habe jetzt hier meine Lieblingsbürgermeisterin aus der Region. Das ist Bürgermeisterin Meinelt aus Moosburg. In Moosburg wurden viele Flughafen beschäftigt und wir haben es da sehr gut. Fragst du bitte die Frau Bürgermeisterin, wenn man das interessiert.